Wir haben heute zwei Gäste hier, die Schriftstellerin Olga Krasnova und der Theaterschauspieler und Regisseur Eyham Majid Aga. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie haben Sie die letzten Wochen und Monate erlebt? How did you overcome the last months? The first moment, I will not say days. It was a bit weird for me, but at the same time, it was my moment also that this I know, this I experienced, then it will be easier. And the first thing was very good that to be with the kids, which was really so good for me. And I hope for them too. I mean. Ich bin ja selber mehr oder weniger in keinem Lockdown, aber auf jeden Fall in einer kriegsähnlichen Situation aufgewachsen. Das war ein größerer Teil meiner Kindheit. Man geht nicht nachts auf die Straße, also beziehungsweise mit dem Einsetzen der Dunkelheit. Aber und vor allem dieses Hamstern in den Supermärkten hat mich dann doch ziemlich an meine Kindheit erinnert, dass es halt überhaupt nichts gab und dass es nur darum ging, in Schlange zu stehen. Der Begriff Exil, der ist, würde ich sagen, auch immer fest verbunden mit einer Art von Entwurzelung. Es ist halt bei dieser ganzen Wurzeldebatte und bei der ganzen Heimatdebatte, das ist ja eigentlich nicht, worum es geht. Es geht ja wirklich keinem um den Heimatverein oder überhaupt. Und Heimat ist ja auch oft einfach eine zeitlich begrenzte Erinnerung, die konserviert ist und die deswegen so schön ist, weil sie nicht mehr existiert oder weil sie eigentlich real noch nie existiert hat. Ich frage Leute oft gerne, was sie mit der Heimat verbinden. Dann kommen immer Sprüche wie der Duft von Apfelkuchen meiner Großmutter ein. Ja, natürlich, aber das ist keine politische Kategorie. Aber jedes Mal, wenn es so eine politische Kategorie wird, dann wird es gefährlich. Die Welt hat eine neue Rasse erfunden. Die der Flüchtlinge, Refugees, Muslime oder Newcomer. Die Herablassung ist mit jedem Atemzug spürbar. Mir geht es persönlich, und ich glaube, den meisten Menschen geht es eigentlich nur um den Zugang zu politischen Rechten und zu einer geordneten Einwanderung, zu der Möglichkeit auszuwandern, wenn man einfach von vornherein weiß, unter welchen Umständen wäre das möglich, wie kann man eigentlich in der Gesellschaft ankommen, ist das, oder wie kann ich eigentlich zu der deutschen Gesellschaft zugehören, was muss ich erfüllen, ist das wirklich das, was auf dem Papier steht, oder ist das vielleicht doch etwas mehr, was nicht ausgesprochen wird. Und dadurch, dass wir diese Diskussion immer führen um die Leitkultur, um Zugehörigkeit, was auch immer, das verschleiert das Ganze und das macht das Ganze zu etwas Ideologischem, aber auch gleichzeitig zu etwas Unerreichbarem.